Hi, liebe Leute, herzlich willkommen. Heute haben wir vor, auf die Hängebrücke Geierlei zu wandern. Bei gefühlt 150 Grad Celsius im Schatten. Mir trieft's aus allen Öffnungen. Und 2,5 Kilometer vom Parkplatz aus ist jetzt erstmal der Weg, bis wir überhaupt bei der Brücke sind. Wir haben jetzt die Brücke erreicht und jetzt ist hier so ein Zugang, wo überall so Wartebarken sind, wenn Rückstau ist. Wenn Rückstau ist, steht hier ein Schild, muss man hier auch den Mundschutz an. Wir sind jetzt drin. Hier ist die Kasse, 5 Euro Eintritt und jetzt geht es hier runter irgendwo zu der Brücke. Leute, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht höhenempfindlich, aber das ist schon krass und es wackelt wie verrückt. Oh je. Thank you.
geschafft. Guck mal, wie weit wir schon sind. Das ist Nervenkitz. Wir haben es geschafft, ich bin schweißgebadet. Und wie fandst du das? Sehr nervig, weil momentan darf man ja hier nur in eine Richtung. Aber das ist schon echt krass. Jetzt müssen wir von oben natürlich den Zickzackweg hier unterhalb der Brücke natürlich wieder runterlaufen und da drüben wieder hoch. Und Püffchen. Ich bin beruhigt, ich habe es geschafft. Also das hat schon ein bisschen gewackelt zwischendurch. Das ist schon krass, hier ja, ist es. Ich hatte schon ein bisschen blaues Gefühl, aber war auf jeden Fall interessant. Ja. Also ich habe ja normalerweise gar keine Höhenangst oder sowas, aber da, weil die ja auch so gewackelt hat, ist schon echt krass. Aber müsst ihr mal probieren, also mir hat es gefallen. Wir sind wieder im Auto. Wir sind heile da wieder rausgekommen. Ja. Also der Rückweg, muss ich euch sagen, es geht ja wie gesagt nur eine Einbahnstraße. Man kann nur auf einer Seite auf dieser Hängebrücke hin zu's. Den Rest muss man zurücklaufen. Und zwar ins Tal runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Ich war einmal kurz vorm Herzkollaps und ich dachte, die müssen mich mit dem Helikopter da aus dem Acker holen. Gut, man muss dazu sagen, da läuft so ein kleiner Fluss lang oder Bach oder wie auch immer. Also vom Klima her war es sehr angenehm durch den Wald. Waren aber, glaube ich, auch 3,5 Kilometer zurück. Knapp, oder? Ich würde schon eher mehr sagen. Und war aber ein sehr schöner Weg zurückzulaufen. Also war schon ein Erlebnis, viel Natur und ich muss sagen, wenn ihr bei der Brücke noch nicht wart, dann tut euch die Brücke mal an. Ich hatte zwar zwischendurch wirklich auch ein bisschen Angst, also es war schon wirklich hoch und die hat auch ganz schön geschaukelt. Ja, also bei Wind wird mich da keiner drauf bringen. Ja. Mini-Pöschens, wie hat es euch gefallen? Das ist ja viel. Denen hat es gut gefallen. Die haben aber auch super mitgemacht. Also wir haben alles gepackt. Ja. Und
ist schon ein Ausflug wert. Kostet momentan 5 Euro Eintritt und der Parkplatz kostet 2,50 Euro die Stunde. Also das ist schon heftig. Ja, wir haben jetzt 10 Euro allein nur Parkplatz bezahlt. Und die Zeit brauchen wir. Wir haben nicht mal getrödelt, würde ich jetzt sagen. Nee, wir haben nicht viel Pausen gemacht. Ist trotzdem wirklich total schön. Aber gutes Schuhwerk anziehen, ja. Die Ausschilderung ist ein bisschen merkwürdig. Also, Also da stehen Schilder in 5 verschiedene Richtungen und in 5 verschiedene Richtungen steht das gleiche Ziel drauf. Nur unterschiedliche Kilometeranzahl. Also das ist sehr verwirrend, die Ausschilderung. Ja. Ansonsten fand ich das echt mal eine richtig coole Sache, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Ja, und Kinder bis 14 Jahre sind frei. Also die Erwachsenen zahlen 5 Euro. Ja, und... Genau. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet und ob ihr da auch mal gerne hinfahren würdet. Ich schreibe euch die Kontaktdaten und die Adresse alles mal in die Infobox unten. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann lasst uns einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Kostenloses Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Action wieder. Bye, bye.